Hallihallo ihr Lieben, da bin ich mal wieder und heute mal mit was ganz anderem. Ich habe nämlich zu Weihnachten was ganz Tolles bekommen vom Weihnachtsmann. Ein Rituals-Paket und ich habe es ehrlich gesagt immer noch nicht aufgemacht. Ich fand das ja immer ganz toll, wenn die Influencer das so ein bisschen angeboten hatten. Ach, das war mir echt zu teuer und am Ende habe ich dann Weihnachten von meiner großen Tochter geschenkt bekommen. Hat mich natürlich riesig gefreut. Guckt euch das mal an. Oh, das ist eigentlich schon fast zu schade zum Aufmachen. Und ich habe es jetzt nur noch zugelassen, weil ich einige Produkte davon noch gar nicht unbedingt brauche. Und zwar ist dort nämlich drin eine, wie nennt sich das? Was? Foaming Shower Gel Sensation. Ach, ein Duschschaum. Auf Deutsch steht es dann auch irgendwo drauf. Eine pflegende Körpercreme. Also Duschschaum. Ich habe ja noch ein Duschbad drüben. Ich mache ja immer alles erst leer. Eine pflegende Körpercreme, ich habe auch noch eine Bodylotion offen, logischerweise. Pflegendes Öl für Körper und Haare. Aha, das finde ich natürlich auch nicht schlecht. Ich habe auch mein Shampoo auch noch. Und das fand ich ja ganz besonders toll. Kissen und Körperspray für einen geruhsamen Schlaf, habe ich noch nie gelesen. Ich bin jetzt nämlich mal gespannt. Und packt das mal gemeinsam mit euch aus und dann können wir ja trotzdem mal dran schnüffeln. So, jetzt gucken wir erstmal. Ich hoffe, ich kriege es dann ganz... ohne was kaputt zu machen, auseinander. Oh, ich habe immer ein bisschen Angst, dass das kaputt geht. Man will ja auch eigentlich, ich will ja dann immer so, man will das Papier wieder verwenden eventuell. Weil das echt schön eingepackt ist. Ich weiß, es ist nur die äußere Hülle, aber... oh, das ist ja wirklich richtig schön gefaltet. Jetzt sehe ich das auch aus, ne? Ich bin echt mal gespannt. Also jetzt haben wir mal die Verpackung. Und das ist ja richtig schön. Guckt euch das mal an. Oh, das ist eine richtig schöne Verpackung. Happiness can be found in the smallest things. So, jetzt machen wir es mal zusammen auf. Ich guck mal rein. Die kann man ja richtig schön so noch verwenden. Im Nachhinein muss ich es mal aufkriegen. Ah. Geht auch nicht so einfach auf. Oh. Guck mal. Ganz in grün. Sieht so ein bisschen nach Weihnachten aus, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt nach Weihnachten riecht. Also ich bin jetzt richtig gespannt. Also was wir jetzt auf jeden Fall aufmachen, ist mal dieses Schlafspray. Die haben ja gesagt Körper und Kissenspray. Obwohl, ich habe ja Kissen gerade hier. Warte mal, was ist mein Kissen? Das Kuschelkissen. Meistens lege ich dann da drauf. So, jetzt sprühen wir es mal ein. Für einen geruhsamen Schlaf, also falls ich auf der Couch dann einschlafe. Kann ich euch das beschreiben? So leicht zitronisch. Es riecht auf jeden Fall richtig angenehm, nicht so extrem intensiv. Wo habe ich denn jetzt? Da war doch jetzt irgendwo der Deckel. Ich glaube, den habe ich jetzt irgendwo hergelegt. Also, ah, ich sehe. Da war ein durchsichtiger Deckel, das ist ein bisschen schwierig. So. Ja, ich mache gerade unser Video. Durchsichtigen Deckel. Durchsichtigen Deckeln. Ah. Ja, von durchsichtigen Deckeln. Nein, von meinem tollen Rituals-Paket, was ich von Cassandra bekommen habe. Und das ist dieses Schlafspray. Das kann man nicht aufs Kissen. Ja, vielleicht funktioniert es. Du musst jetzt aufpassen. Hier ist alles gerade ein bisschen zu gebeutelt. Ja, ich weiß schon. Ein Schlafspray. Ja, und für was kann man das auch nehmen? Für den Körper. Also ich würde es jetzt nur aufs Kissen sprühen. Ja, das ist da drin. Damit ich besser schlafe. Pass auf das Kabel. So, und das ist jetzt... steht auch Sleep. Kann ich dann besser schlafen? Vielleicht doch so schon gut. Das Öl. Das ist je nachdem, wann ich aufstehen muss. Also hier rieche ich jetzt wenig bei dem Öl, wenn ich ehrlich bin. Bei der Bodylotion hoffe ich, hier ist nichts drauf. An den Kleber. Nee, ist es nicht. Ah, das ist aber... ah, doch. Das ist nicht komisch. Das ist das Spray. Also ganz mild riecht die. Also die ist nicht so extrem parfümiert, finde ich. Diese Körperlotion. Ich bin gespannt, wie die dann ist. Relax. Also wir relaxen dann mal. Also wenn dann meine alle ist. Soll ich dich dann damit einschmieren? Dann können wir mal relaxen. Ach, das übernimmst du dann. Na schön. Können wir mit. Da wird's mit, ich glaube, da wird nichts mehr mit relaxen. Ach komm, ist gut jetzt. Naja, so kennen wir dich doch. Sacred Lotus. Mhm.
ich weiß nicht unbedingt, denn... Da perlt alles ab an dir. Der Lutsch-Effekt. Da perlt das Wasser an mir ab. Also ich kann mich da nicht mehr waschen. Nee. So schlimm wird es wohl hoffentlich nicht sein. Nee, was dann? Also ganz, ganz mild. Also die Verpackungen sind ja schon richtig schön. Also ich kann euch erst dann davon berichten. Ja, das ist wirklich so teuer. Ich weiß gar nicht, was so ein Paket kostet. Ich hatte mal geguckt, aber ich kann es euch jetzt ehrlich gesagt gar nicht gucken, sagen. Es steht auch kein Preis drauf. Ja, es ist ja wirklich geschenkt. Es ist geschenkt, genau. Also wenn ich es dann benutzt habe, kann ich euch dann erst sagen, wie es ist. Also riechen, also sehr mild. Und das ist wirklich ein ganz angenehmer Duft mit dem Kissen, auch wenn du es gerade irgendwie nicht das angenehm empfindest. Ja, ich finde den irgendwie... Weiß nicht. Wie würdest du ihn beschreiben? Gewöhnungsbedürftig. Er wird dann gewöhnungsbedürftig. Also ich habe es jetzt aufs Kissen. Hat irgendwas... Ich kann es euch nie erklären. Geht nicht. Also nicht so... Gewürziges. Als Gewürziges? Als Gewürz, als würde... Nee, eher zitronisch, aber irgendwie... Ja, noch irgendwas. Ingwer, als ob dort Ingwer. Das könnte sein, ist, ja. Sagst, stimmt. So Ingwer-lastig finde ich das ein bisschen. Aber ich finde es angenehm. Aber ich denke mal, das geht darum, weil das ja beruhigend wirken soll. Gehe ich von aus. Sind halt die vier Dinge da drin. Ist ja auch. Erkläre ich euch. Sag ich euch dann, ob es ruhiger war oder nicht. Ob ich hier in der Ecke eingeschlafen bin. Ich habe ja schließlich das Kissen jetzt hier. Vielleicht liegt es da dran. Heiß war's. Genau, Kissen und Körperspray für einen geruhsamen Schlaf. Für ein Körperspray. Wenn ich mich dann komplett eindiesel, dann schlafe ich dann erst recht tief. Oder und deine Kollegin. Was? Ach so, wenn ich mich dann einspreche. Ja, das könnte natürlich auch möglich sein. Wenn wir dann alle auf Arbeit schlafen, dann wissen wir warum. Ja. Genau. So, jetzt haben wir das mal zusammen ausgepackt. Also ich kann euch erst darüber berichten, wenn ich dann benutzt habe. Aber ihr wisst, ich verbrauche erstmal alle anderen Sachen ringsrum. Außer das Kissen und Körperspray. Ich werde es als Kissenspray wahrscheinlich nutzen. Da kann ich euch natürlich davon berichten und Andi auch, ob ich besser davon schlafe oder ob er vielleicht deswegen noch schneller einschläft. Das machst du ja im Allgemeinen. Ja. Rumdrehen, schlafen, fertig. Also, ich glaube, Andi braucht das nicht mehr unbedingt. Nee. Ich bin gespannt. Gesagt, und die anderen Sachen, das sind ja nun mal die Bodylotion, erst wenn meine andere alle ist. Kommt ja noch was. Und ja, und das Duschbad, also das ist ja ein Duschschaum. Hatte ich auch schon mal einen Duschschaum, der war auch sehr, sehr lecker. Genau, und das andere war ja dieses Körper- und Haaröl. Muss ich gucken, ob ich es überhaupt für die Haare nehme, weil ich damit immer ein großes Problem habe, dass die dann so fettig werden. Weil Öl. Aber für den Körper, denke ich mal, wird es doch ganz angenehm. Also ein Öl ist doch dann ganz gut. Jetzt lacht der Mann schon wieder hier drüben. Was hast denn du schon wieder vor Gedanken? Ich stelle mir das jetzt gerade vor, wenn du dich dort drüben im Bad einschmierst und... Und dann rutscht dich aus und... Dann rutscht da aus und dann... Weil ich so ölig bin. Das kannst du aber nur hier im Bad machen, weil das ist größer, weil drüben würdest du sofort irgendwo einschlafen. Also ja, da würde ich. Hast du ein bisschen, ja, hast du ein bisschen Platz. Das mache ich auch meistens, weil ich drüben bei mir in meinem wenn Bad ja immer. Wenn du die Tür offen lässt, kannst du davor bis zum bis ja, zur Eingangstür durchschlittern. Ich tue mir ja nicht die Füße einölen, damit ich dann hier die Schlitterbahn mache. Der Mann ist. Der hat wieder Vorstellungen, aber das kennt ihr ja. Ja, ist ja schön. Ja, aber das ist ja die schön. Vorstellung alleine reicht. Ne? Alleine die Vorstellung ist genial. Genau. So, aber jetzt würde ich trotzdem mal sagen, wir beenden das Video mal. Wer weiß, wo wir sonst noch hier hingeraten. Das wollt ihr, glaube ich, gar nicht wissen. Ihr kennt den Mann ja mittlerweile gut genug. Und ich würde mal sagen, ich sage einfach vielen Dank, wenn ihr bisher hergeschaut habt. Es ist ein kurzes Video, aber naja, mit viel Liebe. Naja, mit viel Liebe. Mit viel Liebe, im wahrsten Sinne des Wortes. Könnt ihr jetzt sehen, wie ihr wollt. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Über gefällt mir und Kommentare würden wir uns natürlich sehr freuen. Über ein Abo freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt und euch die Videos von uns gefallen. Ihr könnt ja mal durchstöbern. Es sind ja von einigen Sachen was dabei. Ob vom Food Hall bis über Vlogs, was hat man noch alles, aufgebraucht Videos, ist eine Menge dabei. Heute mal ein ganz anderes Video halt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Sagt die Marika und aus dem Hintergrund. Tschüss, sagt der Andi. Und gemeinsam sind wir natürlich wir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.